geholt hat oder wie das da war. Ja. Egal, einfach jetzt das Spiel. Fokus. Los Also, geht's! Ladies! Auf geht's! Bin ich frei! Ring frei! Jawohl! Passt gut! Runde 1! Ja, Runde 1! Jede Runde der Gang jetzt! Fnatic gegen Navi, das Grand Final, es geht um 50.000 schwedische Kronen. Wir schauen gespannt auf die Piss Round. Fnatic, wie gesagt, in dem Turnier ganz stark präsentiert in den Pistols und Navi unterwegs in Richtung B-Spot. Edward checkt von Todesgang Kisten Mitte ab und Zeus hat da direkt erstmal den First Contact. So, Mitte, weiter Contact, Modi und Exist waren da an kurz, ziehen sich da jetzt zurück. Und Navi möchte wieder Cutters einnehmen. Da kommt Gux. Gux setzt den ersten Headshot, dann Starix down und Senja kommt hoch, aber Gux ist weg. Und Gux kriegt einen Monster-Headshot rein, aber dann kommt Kerrigan pushed off. Sauber. Und jetzt gegen Edward nochmal. Ja, was sind sagenhafte Shots. Und Gux kommt wieder rein. Wahnsinn. Also Kein Treffer von Gux CT. eröffnet da die Runde für Fnatic und dann kommt Kerrigan zur richtigen Zeit rein. Kann da Senja wegstibitzen und den zweiten auch noch grandios weggezogen. Kein Mann gestorben bei Fnatic in dieser Pistole. Nur Headshots, Und ne? so kann es Kerrigan weitergehen. Body Kill. Ja, Noob. Krass von Gux, gleich die zwei First Frags und Zeit rausgeholt. Oberheftig. So, Navi wieder Aufbau, Grundaufbau, Cutter Mitte. Jetzt geht's wieder Cutter rein und da kann Gux wieder den Staubsauger spielen. Kirby macht den Motor an. Gux darf jetzt hier wegblasen. Kerrigan auch noch mit dabei. So, tadellos. Ja, Navi wird vielleicht kaufen jetzt. Ziemlich sicher sogar. Das machen Ja. die gern. Die haben 3-4 alle. Ohne Ausnahme. Ja, da hast du schon Rüstung, Weste Ja, und Galil Galil. teilweise. Sonst AK, Lightcap, eine Flash. Und Kerrigan geht sofort Mitte rein, macht da wieder seinen Aggro-Move. Und er kriegt den ersten. Ist den einfach weg. Kommt weg, Fries covert ihn da mit der Ave, kriegt leider nicht den Kill, aber egal. Erstmal Überzahlsituation geschaffen. Edward gleicht außen lang. Und Sterix Nice. macht Exists. 3 gegen 3 Situation, eher der Vorteil jetzt auf der T-Seite. Wobei Gux hier schon B-Cut das dicht macht. Und Fries muss aufpassen. Sterix schon ganz weit vorne. Aber Kerrigan, nein, Dauerfeuer, nicht ganz drauf. Und Fries im Rumziehen auch nicht. Ein zweites Mal drauf. Starix, super Oh, low, aber er kriegt noch Sterix. den Kill. Und jetzt Gux. Navi wollte da gerade Richtung B wegschieben. Sind jetzt erst wieder auf lang drin. So, und das ist nicht ganz unholbar für Gux. Also wenn er da schnell genug da ist. Ja, mit bisschen Glück. Ja. Er hat Also C9 fast schon Sterix ist auf. halt super low. Ja, aber Direkt Senja, gesichert. schaut. Wurde aufgepasst zu nehmen. Schade. Direkt erstmal Überzahlsituation hergestellt für Fnatic. Dann die Frags gefallen an lang. Ja, und dann natürlich ungünstig das Duell da. Fries, Kerrigan gegen Sterix. Hätten sie eigentlich haben müssen, diesen Kill dort an lang. Ja. Fries hatte zweimal eine sehr gute Gelegenheit. Kerrigan da ein bisschen konzentrierter, nicht Dauerfeuer. Hätte er ihn wahrscheinlich auch gemacht. Aber die Zetas haben nochmal Geld. Das ist eine ganz, ganz wichtige Runde jetzt. Und Makelov macht den. So, Fries pickt die Ave, das hat Sterix gehört. So, und zwei CT ist noch sehr, sehr gut angehittet. Bei den T sieht sehr, sehr gut aus.
Navi hat zu zweit lang eingenommen. Zeus steht noch Mitte oben. Gux am Tor. So, schnappt sich Starry. Oh, wichtiger Frick. Ohne Probleme wieder raus. Zeus kann dann nichts machen. Moddy hat jetzt ein bisschen aufgepusht. Ah, stark. Und jetzt nur noch Makelov, One-on-Four-Situation. Ave bei ihm im Anschlag. Xist wollte ihn ein bisschen hier im kleinen Hammerspiel ein bisschen ausmoven. Ne. Oh, und Moddy macht es. 3-1. Und Navi muss hier eigentlich jetzt wieder in die Eco gehen. Ja, dann davor also die... Zurück. Drei Waffen mitgenommen, jetzt aber dann wieder Ave. Ja, genau, richtig. Und die Runde haben sie eigentlich nur ihren Timings zu verdanken, Fnatic. Haben sie Gux hatte traumhaftes Timing in der Mitte unten und Moddy dann nachher kurz auf. Schönes Timing einfach. Perfekt. Dann 4-1 und sich, wenn jetzt viele ZS überleben, haben sie wieder ein bisschen Geldpolster. Sieht gut aus für Fnatic. So, Navi läuft immer über Katas Mitte ab und dann lang rein. Und jetzt kommt's auf Xist an. Fries wird ihm da nicht wirklich helfen können. Wird vielleicht eine Flash, wird wichtig sein, dass die von Xist, von Fries kommt. So, und Fries. Ja, die spielen solide Runde. Sauber. Ja, keine Waffe verloren wieder. Sehr wichtig für die Money Control bei Fnatic. Die spielen aber noch mit einer, aber ja, bis jetzt. Kerrigan und Colt, oder? Ja. Ja. Ist wahrscheinlich auch besser gegen Navi. Für meinen Geschmack. Ja, Navi also, ist schon sehr gut im Antispielen. Du kannst Navi wirklich... Molly geht bitte hoch, Achtung. Boah, das sind... Ich glaube, Kerrigan hat da verschossen. Ja. Oben. Ja, der Tower leider nicht geklappt. Aber du kannst Navi, glaube ich, eher knacken mit so ein paar Special Moves, mit denen sie nicht rechnen, als mit AWP anlegen, weil sie halt genau wissen, wie sie gegen Ave spielen müssen. Ihre Mini-Steps drauf haben und ja, meine, aus deren AKs die Schüsse fliegen genauso wie aus einer Ave. Das ist schon extrem schwer. So, jetzt Gux pusht wieder Katas off. Damit rechnen sie aktuell überhaupt nicht. Ja, Gux hat sehr gute Timings in dem Spiel bis jetzt. Wahrscheinlich auch durch die Peace-Round traut er sich viel und macht zwei. Nein, ja, einen. Ja. Aber gut, HP abgezogen. Sender mit 23. One and two jetzt. So, Edward kommt noch lang, damit rechnet er nicht. Ach, schade. Senja da über B-Cutters weg. Aber Edward dann noch von hinten. Die Taras haben jetzt Doppel-WP gepickt, das war ein Fehler von ihnen, das wollten sie eigentlich nicht. Die haben beide WP mitgenommen. Mal schauen, ob sie wegwerfen, was Darix sie spielt. Ja, vielleicht bleiben sie beide auf AWP erstmal drauf. Also Edward behält die Ave, will jetzt auch mal was Mitte machen. Kein Hit. So, und jetzt erst eine Waffe gelegt. Also viel Zeit für die CTs, ihre Positionen zu beziehen. Und wir sehen, Navi gerade die Runde geholt. Und jetzt spielen sie was anderes. Jetzt spielen sie viel, viel langsamer. Senja legt diesmal nur Katas an. Man will nicht sich da schnell Mitte versammeln. Und Fnatic da in der Dreierlinie, SK-Aufstellung. Boosten vielleicht auf diese Strebe hoch. Oder? So langsam wie sie spielen. Also nehmen wir so kurz ein. Hier direkt und C9 kommt auch schon hinzu. Schauen, ob Gux wieder mit gutem Timing Mitte reingeht oder so. So, jetzt geht's gleich gegen Xist. Fries nimmt auch schon eine Position ein. Fällt direkt und Fries ist auch nicht drauf. So, dafür der zweite umso schöner. Blind, schade, Ecke verfehlt. Aber kommt weg.
Oh, Kerrigan aus der Base. Wieder so ein schwieriger Frag, die macht er alle. Aber die einfachen, da hat er oftmals Probleme. Oh, Markelov. Also wie er den Molly da holt, ist einfach nur krass. Ja. Der ist auch ein guter Vanguard. Ja, gefällt mir auch, dass Markelov wieder öfter die Arve spielt. Gab ja auch mal eine Zeit, wo er so gut wie gar keine Arve mehr gespielt hat. Aber man weiß eben, was man an seiner Arve hat. Fnatic ihrerseits in der Sparrunde. Exist, Mordi nehmen da kurz ein. Und Gux, B-Cutter. Kerrigan, starker Kill. Jetzt können sie von kurz dicht machen, aber da stehen sie bitte oben. Kerrigan mit seinem zweiten, kommt an eine Waffe ran, 18 AP. Schauen, ob er sie mitnehmen kann von hinten. Nein, wartet schon Edward. Das ist halt, zwei Waffen ist aber gut. Das ist halt die Stärke von Navi. Die schalten unglaublich schnell. Die wissen genau, was innerhalb des Teams abgeht. Kommen da mit guter Kommunikation klar. Und das ist natürlich einfach durch diese Trainingsgewohnheit, weil man eben zusammen wohnt, zusammen lebt. Man weiß, wie der andere spielt, wie er tickt, wie er moved. Wenn man einen Backup braucht. Ne, jeder andere macht vielleicht Mitte zu, Cutters. Aber ein Edward kommt dann nochmal bei T-Base an. Guck's jetzt noch. Wow, Starix. Laufen. Base Nummer 1. Zeus mit der Bombe in der Mitte. Kerrigan jetzt erstmal von lang geholt. Markelov da noch T-Base gestanden. Und Edward fängt schon Waffen ab. Letzte. Starker Kill noch von Fries. Markelov geht jetzt Cutters rein. So, die hat die Steps nicht gehört? Steps müsste er eigentlich gehört haben. Ja. Aber er sucht den CT-Base, dass sich fair hört, scheinbar. Ja, ist ein Mad-Drop da. Glück für Fries. Fünfte Runde für Navi, unaufhaltsam gewesen. So, und Fnatic müsste eigentlich jetzt erstmal wieder eine Eco schieben. Deagle. So, wollen sie wieder AWP Tower machen? Kerrigan. Na schön, kriegt einen. Da im AWP Tower von Fries angesagt, der das von Mitte unten gesehen hat. Wow. Gux muss wieder aufpassen. Jetzt Cutters. Senja wartet. Starix wäre auch noch in den Cutters. Gux eigentlich perfekt vorgeaimt. Mal gucken, ob Fries. Boah, sauber! Und Edward ist lang durch, der kommt von ZBS. Ja, nicht weiter dramatisch. Starix erstmal alleine, Exist kommt von hinten. Und Exist macht ihn! Fries hat ihn da gerade gelockt, hat irgendwas geworfen. Und jetzt Edward von hinten, aber damit wird Fries nicht rechnen. Ja, sie erwarten ihn im Dungeon-Ausgang. Oh! Was ein Quickshot von Fries wieder. Unglaublich starke Reaktion. Unglaublich starke Reaktion. Das war der zweite Quickshot. Gerade eben ins Arscheck auch schon. Super
super heftiger Kill hier. Freeze, ganz starke Runde. So, wichtig ist 5 zu 5 und Fnatic hat gerade ihre Eco geholt. So, Modi Exist nehmen wir jetzt erstmal wieder kurz ein. Sonst spielen sie ja immer diese Dreierlinie lang. Das ist ihre Variation darauf. Oh, blind. Boah. Exist kam dann nicht mehr weg. Und Modi wurde auch schon gesehen. Ja, schade, kann keinen machen. Jetzt kommt es wieder auf Fries an. Gux wieder mit Timing unten rein. Und Edward. Immer diese Bunny Hop von ihm. Und jetzt aber, yeah, jetzt aber Kerrigan. Drei Mann kommen, B-Ausgang. Fries kriegt noch den Kill, aber Edward wieder lang. Also Edward ist wirklich der Staubsauger vor dem Herrn. Jetzt Fnatic auf jeden Fall Money Broke. Edward kommt immer von irgendwo her gekrochen. Ja. Vorher also kommt da irgendwo ein Loch rein. Überhaupt gar keinen mehr erwartet, weil überall woanders eigentlich schon die T's sind. Und dann kommt er aber nochmal von hinten lang. Jetzt öfters gezeigt, wenn sie B raufgehen, dass er nochmal von hinten lang kommt. Oder auch Kerrigan vorhin, wo er dann über T-Base kommt und die Katas den Frag macht. So, wieder Spar bei Fnatic. Sollten jetzt aber kaufen können, auch AWPs, glaube ich. Ja. Jawohl. Fries, aber Kerrigan nicht, oder? Oder kriegt er eine gelegt? Ich glaube nicht. Also Fries hat auf jeden Fall Awe. Ja. Kerrigan müssen wir mal schauen, mal gucken. Markelov geht direkt Todesgang rein. Und legt nur gegen Kurz an. Also Kerrigan auch mit AWP. Man spielt wieder diese Doppel-AWE. Kerrigan kommt weg, trotzdem kein Hit passiert. Fries jetzt gleich im Bedrängnis, wenn sie da B Mitte rausspielen. Und sie spielen Mitte raus. Gut abgeflasht, aber. So, Gux fällt auch. B-Spot geklärt. Kerrigan kommt über CD-Base raus. Durch die Smoke. Ja, da stehen direkt zwei Mann und erwarten ihn. Jetzt heißt es nur noch wegkommen. Schafft er. Modi wird lang nochmal besucht von Starix. Sehr gut, dass Kerrigan da steppt an lang. Derek dann nur auf die Steps geachtet, nicht nochmal um die Ecke geschaut. Und nochmal Modi. Boah, aber blind. Hey, Kerrigan jetzt von zwei Mann, von zwei Seiten im Bedrängnis. Ah, keine Chance, und Exist wird seine Waffe behalten können. Aber die achte Runde bei Navi. Markelov, 13-6, Zeus 13-10. Kerrigan momentan bester Mann bei Fnatic. Und wieder eine Sparrunde. Das ist halt leider Edward, dieser Money-Strudel, aber ja, Spar für die letzte Runde. Sehr gut abgefangen. Kerrigan kommt jetzt über T-Base. Navi unterwegs in Richtung Kurz.
Ja, neunte Runde, Navi. Also vielleicht Fnatic mit der letzten Runde 9-6 wäre auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ja, Navi ist sicher auch zufrieden, weil die waren ja 4-1 hinten oder so. Dafür, dass es jetzt 8-5 steht, ist sehr solide eigentlich. Waren knappe Runden auch dabei, aber grundsätzlich eigentlich gut gespielt von ihr. Ja, also ich habe es ja anfangs schon erwähnt, Fnatic, diese Doppel-AWP gegen ESC fand ich sehr, sehr gut. Gegen Navi würde ich wahrscheinlich nur eine AWP spielen. Also lieber auf ein paar Moves gehen, zu zweit immer irgendwo vorgehen mit einer normalen Waffe. Und dann halt versuchen, Frag Refrag und dann eine Überzahlsituation herzustellen. Ansonsten hast du halt nur drei Waffen. Ja, also man sollte gegen Navi wahrscheinlich versuchen, zu zweit irgendwo vorzugehen mit einer Waffe. Ja, ist wahrscheinlich besser, weil im Moment sitzen die Abe-Shots nicht, weil Navi da einfach zu safe spielt und zu gut einfach. Nates gut einsetzt, alles. Ja. Und Kerrigan sieht ihn. Schöner Push auf kurz. Sterix steht eigentlich da unten, hat ihn aber nicht gesehen, ging zu schnell. Jetzt ist Edward mal betrafft worden, dafür, dass er immer allein vergeht. Zeus macht erstmal lang klar. Ja, jetzt sitzen die Shots, dann ist halt gut mit Doppelhabe. Sauber. Zeus hat die Arme gepickt. Den neuen hat auch Arme. So, den ersten. Kann er einen One-on-Five holen? Schauen wir mal. Einer Deck B von Deck. Gute Pose von Gux. Sauber. Und damit 9 zu 6. 9 zu 6. Das Halbzeitergebnis. Navi nun mit der 9 Runden Führung. Muss auf die CT-Seite. Und wir machen einen ganz kurzen Spot. Da lesen wir auch, dass wir die Zeit dafür haben. They have to reboot, schreibt Exist. Und mal gucken, ob es danach noch besser reingeht. Wir sind gleich zurück hier auf GameSports TV mit dem Grand Final. Navi gegen Fnatic. Best of 3 wird gespielt. Wir sind auf der ersten Map. DreamHack Summer 2012. Unsere Coverage hier powered by Alienware. Bis gleich. DreamHack is the world's largest digital festival and holds the official world record as the world's largest LAN party in the Guinness Book of Records. Telia enabled the fast internet access and the fiber optic network and set up a 300-kilometer long connection from Jönköping to Stockholm, designed to serve up to 750,000 users streaming music simultaneously. Cisco contributes with the hardware and two CRS3 routers, the most powerful router in the world. One was installed in Jönköping and one in Stockholm. A very advanced laser technology was used for the transmission of the signal between the two cities. The signal then traveled into the public internet before it returned to Jönköping in less than 1 millisecond. Från DreamHack ände, hur har det varit att bygga det fantastiska nätverket? Det har varit otroligt, otroligt jobbigt, men otroligt, otroligt roligt. Vi har jobbat i 5 dagar i sträck nu med cirka 16 timmars arbetsdagar. Så det är otroligt mycket jobb som vi lägger ner bakom.
Und damit sind wir zurück im Spiel, die beiden Fnatic-Spieler auch wieder zurück. Und wir warten darauf, dass es losgehen kann. Navi war da gerade nochmal AFK, hat sich da nochmal gesammelt. Und nun können die Restarts erfolgen. Fnatic nun auf der T-Seite. Und dass sie das 2 spielen können, das haben sie heute bewiesen gegen ESC. 12 Terrorrunden standen am Ende auf ihrem Konto. Und mal schauen, ob sie das jetzt hier nochmal wiederholen können. Ladies and Gentlemen, get ready for the second half. So sieht's aus. Los geht's. Ja, hallo. Also, du läutest immer die Halbzeit ein, das ist gut. Auch Fnatic mit dem Todesgang Boost. So, Fnatic mit der gleichen Aufstellung wie auch gegen ESC. Hoffen da wieder auf ein Vorpushen am A lang am Tor. Modi hat da die Frags setzen können. Jetzt geht Markelov mal off. So, Markelov wurde gespottet. Jetzt geht's gegen Zeus rein an lang. Modi zusammen mit Fries. Fries trägt die Bombe. Oh! Direkt One-Shot gegen Zeus. So, Markelov wird jetzt da im Beschuss genommen an Kurz. Und Edward auch mit am Tor dabei. So, und jetzt kriegt Kerrigan ins Gesicht, aber Markelov auch nur noch 36. Modi ist schon durch am Spot. Und Navi steht bereit an der CD-Base, um hier ganz schnell den Retake zu fahren. Aber Gux und Modi kommt von oben. Modi, ein Schuss langsamer. Gux und jetzt hier gegen Sterix in der CD-Base. Macht den ersten, aber dann ist Gux wieder da. Gux mit 3, Modi mit 2 und erneut geht die Pistol-Round an Fnatic. Und wieder Gux mit gleich 5 Frags, oder? Zed hat auch schon 3 gemacht. Also jedes Mal einer der Key-Spieler, aber auch wenn Modi jetzt den Eröffnungsshot gesetzt hat. Also die wissen schon, warum sie den 2 die Use legen. Das ist nicht irgendwie random Use-Drop. Naja. Boah, der Shot auf lang von Modi. Der war auf jeden Fall Sahne. Fries kurz ganz schnell durch. Kerrigan muss aufpassen. Rechts wartet Senja. Fries und Kerrigan beide wieder mit USP safe. Also kein Waffenkauf. Gehen da wieder auf AWP. Und Kerrigan holt ihn. So, aber guter AE. Guter AE. Markelov überlebt mit einem HP. Zeus mit 45. Mal gucken, ob Kerrigan da noch was machen kann. Nein. Aber Gux ist da. Oh, von Spots. Boah. Gux mit 3. No risk, no fun, denkt er sich. 23 AP und Sterix von hinten über Kurz. Heiliger Bimbam. Ja, ich fürchte, Fnatic ist einfach zu krass am Hitten. Boah, was die treffen. Alle miteinander. Das ist ja nicht so leicht, wenn du das Tower halt schon hittest, wenn du als CT hittest und die Gegner kommen halt nicht dahin, wo du bist, ist halt ekelhaft. Und wenn du das Tower hittest und du gehst einfach irgendwo vor, irgendwo stehen die CT sicher. So, Navi zu viert jetzt auf dem B-Spot drauf. Zeus als einziger, der kurz schauen geht. Fries hat ihn gesehen. So, und Fries holt auch den. Zwar nur noch 10 AP, aber egal. Und 3 Mann hier. Und das kann funktionieren. Navi steht mit 3 Mann, HE gezückt. Jetzt alle wieder auf Waffe geswitcht. Also wieder das Timing-Glück. Wieder das Timing-Glück auf Fnatic's Seite. Vorhin schon gegen die Polen, die auch so eine HE-Aufstellung hatten. Und alle gerade den richtigen Laufweg gewählt. Keiner über Mitte. Ach, das ist ärgerlich. Na, wir das hier da nicht geblieben sind. So, Sterix kriegt auch von allen Seiten eine rein.
9-9 der Ausgleich. Dritte Runde für Fnatic. Navi kann nun kaufen und wir schauen. Fries mit AWP, Kerrigan mit Ja, aber spielen sie keine Doppel-A, wenn normal nicht. Ja, Kerrigan mal, geht ja immer schnell Mitte runter mit der K. Das werden sie jetzt vielleicht die Runde auch spielen. Kerrigan schnell Mitte runter. Ja, ist im Todesgang. Wird ganz schnell Mitte Kontext spielen. Da wird wahrscheinlich auch die erste Action sein. Nein, Xist versucht einen B-Frag zu holen. Aber sie haben abgebrochen. Okay, Kerrigan mit AK, jetzt schon kurz durch. Keine Gegenwehr da gegen ihn. So, und Kerrigan wartet auf seine Mates. Steht da an der Kiste. Wenn es lang reingeht, warten Zeus und Senja. Markelov ist eigentlich ganz alleine, also er versucht einfach möglichst viel Damage zu setzen und dann wird der Retake von seinem Mate erfolgen, also die können ihm nicht helfen. So, und Markelov erwartet hier schon wieder so ein Tower. Ach, sehr schön gehabt. Ja, gut aus dem Spiel genommen, Senja noch von hinten an lang, Edward schiebt jetzt gerade über kurz rein und Steric steht da noch vor B. Dann wird ein sehr schwieriger Retake. Jetzt auf Edward. Kerrigan gegen Edward. Und er holt ihn. Steric, City Base, setzt den Kill. Senja kann mit aufschließen. Und beide sind durch. Beide sind durch. Kerrigan kriegt noch einen. Jetzt Kerrigan down und Fries. Muss eigentlich nur runterdroppen, bis er spricht. Bis er oh! Hat er ein Glück. Das ist ein easy round. Ja, aber trotzdem Glück gehabt für Fries. Senja bangt da direkt gegen die Kiste. Also wurde da scheinbar wirklich gesehen oder gehört. Aber wichtige Runde für Fnatic, dass die erste Equip nicht direkt an Navi geht. Also Fnatic mit zwei Pistols. Und dann ist es natürlich ein schweres Game für Navi, das zu holen. 9-6 ermöglicht natürlich da alles. Auch wenn man beide Pistols verliert. 9-9, alles holbar. Aber mehr als schwer. So, Moni gleich das Duell da. Nein, Steric ist schon Cutters durch. Und Moni hat ihn dann nochmal vorbeijoggen sehen. Jetzt baut Fnatic auch um über T-Base. Man will B anspielen. Steric da B jetzt runtergeschoben. So, jetzt Navi mal mit einem guten Timing. Sind vor den Ts am Spot, wissen vor den Ts, dass es B gehen wird. Edward Zeus da, Steric da, Senja schiebt schon. So, jetzt wird erstmal abgeflecht. Tor aber rein. Und Mordi, krasse Action wieder von ihm. Edward noch vorm Spot und Markelov kommt von hinten. Auch da wird Moddy schauen. Nein, Kerrigan schaut. Moddy kümmert sich weiterhin ums Tor. Fnatic mit der Runde Nummer 11. Drei Waffen überlebt. Ja, jetzt muss nachher mal die Runde holen, wenn sie mitspielen wollen noch. Hat das Push vielleicht, aber Kerrigan. Nee, Mitte Edward pusht gegen, kriegt den ersten. Markelov an kurz erfolgreich gewesen. Kurz auf Contact. Close Distance. So, Überzahlsituation bei Navi. Edward, auch wenn er nur noch 2 AP hat, trotzdem eine 5 gegen 3 Überzahlsituation. So, Moddy, was kann er da machen? Fries geht jetzt mit Bombe wieder über T-Base.
Zum B, Modi kommt auch dazu und Exist steht schon. So, Navi versucht jetzt die Wege da kurz zu machen, irgendwo Infos zu bekommen. B zu 2 zu decken, Edward. Und jetzt geht's doch Mitte raus. Modi. Schade, wenn er den macht, ist die Runde wieder komplett offen. Aber Starix hat vielleicht einen Zoom gehört im Dungeon. So, Zeus geht noch zweiten. Und Exist. Starix im Arscheck. Holt ihn! Und Navi richtige Runde mit der Runde 10. Ja, wenn sie jetzt die verloren hätten, nicht verlieren. Wieder Eco, dann wäre es schon die 13. Runde bei Fnatic gewesen, höchstwahrscheinlich. Ja, die ist jetzt genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Also wir erinnern uns ans letzte Aufeinandertreffen zwischen Fnatic und Navi auf Dust 2. Kopenhagen Games war es, ebenfalls das Finale. Und dort war das Ergebnis 4 Overtimes. So, Molly kriegt den Frag gegen Starix. Er selbst noch 53, Edward noch dort, hat sich jetzt auch verraten. Und da aber wieder Ausgleich geschaffen. Makelov an lang zu dritt, offensiv gepusht. Gux mit der Bombe da am Tor noch. Schiebt er jetzt weg und Kerrigan. Einer Frag von Edward. Ja, leider nicht. Molly ist Mitte raus. Aber wird es von zwei Seiten eingeklemmt, ja, Modi. Und mit schönes Teamplay von Navi. Edward, ja, Traum-Teamplay. Edward rechnet er da nicht. Schade. Wenn Gux wahrscheinlich laut gewesen wäre, hätte Edward wieder auf den Spot draufgeschoben. Aber gut, damit hat keiner gerechnet, dass Edward da vom B runterschiebt und in die Mitte guckt. Aber genauso muss er halt spielen. Ansonsten läuft Zeus halt alleine aus der CD-Base da rein. Und dann ist wieder 2 gegen 2 Situation. Somit können sie halt, ne, Edward dazugerufen, damit falls einer fällt, direkt der Refrag fallen kann und sie trotzdem wieder die Überzahlsituation haben. Ja. Teamfrag von Zeus. Oh. Ja. Aber Runde wieder Navi. Perfekt gespielt. Ja, Edward gut am B gehandelt, nachdem sein Mate stirbt. Gut gespielt, denke ich. Makelov lang mit dem Frag, hat einfach gerade jeder gut gehittet von ihnen. Gutes Teamplay. Und Fnatic braucht lange, aber kaufen. So, schnell B orientiert jetzt Fnatic, drei Mann. Zeus geht sofort auf und Edward ebenfalls. Boah. Jetzt rollt er los, der ukrainische Zug. Mit einem kurzen Halt in Schweden. Per Express wieder nach Hause. Und alle Navi-Spieler schon da. Edward hat Timmy weg. Kerrigan macht den. Oh, jetzt nicht verdadeln. Wie? Und Freeze! Erste Runde! Fnatic dreht hier das Turon vor gegen Navi und geht damit wieder in Führung. 12 zu 11. Einfach nur sagenhaft. Wahnsinn! Gibt es doch gar nicht. Zeus Edwards regelt das so gut am Anfang die Runde. Und dann hat man 4 gegen 2 Überzahl. Alle von Navi stehen dort. Und so eine Runde beflügelt. Jetzt muss nämlich Navi in die Sparrunde gehen. Das war wieder eine Keyround hier. Ja. Hätte Fnatic das verloren, wäre da die Sparrunde gefolgt. Und genauso auf Seiten von Navi. Verlieren sie die Runde, wir sehen es, das Resultat. Sie haben eine Sparrunde. So, Gux, wieder der Straßenkehrer. Und Edward last in der CD-Base mit Deagle in der Hand.
So, Edward wird versuchen, einfach nur noch zwei Ts da ein bisschen zu binden an den Spot. So, den ersten hat er. Kerrigan ist down, aber Exist schon weg. Edward kommt noch an die Waffe und überlebt. Na, ja, schafft er. Aber 13. Runde bei Fnatic. So, und jetzt muss Navi nochmal zurück ins Spiel kommen hier. Gux L5 Stats, allerdings auch viele Frags in den Ecos, aber Kerrigan mit 10-6, Fries 9-4, die waren hart erarbeitet. Fries. So, der war gegen Edward am Tor, der da reingesneakt ist. Body sehr stark gepusht, bangt hier Markelov durch die Wand und er selbst hat noch 100. 100 HP nach der Aktion, Stenya geht lang auf, dann kommt Kerrigan, macht ihn, Zeus über Mitte gepusht und Sterix kommt ebenfalls nach. So, deine Einschätzung, sollten sie jetzt noch was versuchen, Touren vor? Nein. Gelegte Bombe, Waffen lieber saven für die nächste Runde, machen sie jetzt auch. Sterix muss noch aufpassen, schnappt sich Kerrigan, aber Gux steht dann noch am Tor. Oh, und Molly holt ihn. Exist steht rechts am Tor. Zeus Waffe gesehen. So, und beide Waffen down. 14. Runde. Ja, die eine Runde kostet Navi das Spiel. Da in den Cutters. Bei 5-2 oder was das war. Ja, Tour- und Vorsituation, wenn man sowas dreht. Das gibt einen unglaublichen Push im Team. Ja. Und das war die Keyround. Danach musste Navi sparen. Zwei Runden weg. Jetzt kommt Fnatic natürlich zurück ins Rollen. Dritte Runde in Folge geholt. Dann wieder so ein Bombenshot von Fries am Anfang. Modi genau das gleiche. Und jetzt Navi hat wieder kein Kohle. Kaum ist der Ballett weg. Keine Kohle mehr bei Navi in-game. So, Zeus, mal gucken. Boah, der Headshot. Letzte. Vor die ganze Zeit nur ein, zwei Hits gesetzt. Boah. Was? Was? Warst du da drauf, wirklich? Nee, aber auf den zweiten CT, der als letztes gefallen ist. Wie geht das denn? Ja, das ist Spray Control. Recoil Control. Boah. Das lernst du noch mal, wenn du mal großer bist. Ja, mir ist gerade so schlecht. 15. Runde bei Fnatic. 4 Matchbälle. Jetzt aber Runde für Navi. Auf geht's. Rankämpfen. Und Navi marschiert da wieder am Tor rum. Also sehr hektisch. Edward Zeus. Jetzt lassen sie da mal locker. Aber gute Aufstellung von Navi. Also gute Anti jetzt gegen Fnatic. Wenn sie denn A spielen. Aber momentan orientieren sie sich eher Richtung B. Navi jetzt auch aufgelöst. Jetzt wird lang erstmal wieder eingenommen. Und dann lässt man es wirklich komplett offen. Oh, ganz schwierige Entscheidung jetzt, was Navi spielt. Haben überhaupt gar keine Informationen gerade, wo Fnatic ist. Und es wird ein B-Split. Das wird ein B-Split. Boah, Gux. Er bangt ihn einfach. Der Bank hat von den Cutters, aber auch wenn sie schon ganz weit vorne standen. Modi jetzt Mitte raus, Edward weiß nicht, wo er gucken kann. Muss die ganze Zeit... Ja, Modi ist down, aber Gux steht in den Cutters, da kommt Zeus. So, Edward noch am Loch, 7 AP, Markelov. 4 gegen 2 Situation. Loch kommt raus und der letzte fällt auch Markelov down. Fnatic holt die 16. Runde und damit die erste Map 1-0 auf dem Konto von Fnatic hier
nach der Map.de das 2. Und wir warten auf die Map.de Train. Grandiose erste Halbzeit wieder von Fnatic. Auch wenn man es da in der zweiten Halbzeit etwas schwerer hatte. Aber, naja, beide Pistols gewonnen. Damit hat man auf jeden Fall schon mal einen guten Bonus. Gratulation an Fnatic. Die haben die erste Map und damit können sie jetzt hier alles klar machen. Sie sind mit einem Schritt vor Navi hier vor dieser zweiten Map. D-Train wird die zweite Map sein. Wir werden eine kurze Pause machen, beziehungsweise eine etwas längere Pause. Ich habe es ja eben schon ganz kurz erwähnt. Alle Spieler müssen nun die Rechner abbauen, beziehungsweise ihre komplette Peripherie abbauen, dann aufbauen in der Dream Arena und dort wird dann das Counter-Strike-Finale laufen. Wir sind auch wieder mit dabei, werden natürlich auch die zweite und auch die dritte, wenn es dazu kommt, Map zeigen. Das schwedische Fernsehen nun mit dabei, deshalb jetzt diese Umbaumaßnahmen und dann wird es weitergehen hier mit dem Finale. Navi gegen Fnatic, diese längere Pause tut Navi bestimmt besser, Max, oder? Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Das ist immer wieder beruhigend jetzt, weil seit sie dieses 4-2 verloren haben, ist ja gar nichts mehr gegangen eigentlich bei ihnen. Ja. Sie haben keine Runde mehr geholt. Also da, wenn sie die Runde geholt hätten, was eigentlich auch schon ihre war, dann wäre das richtig knapp geworden da auf das 2. Aber Edward hat das ein bisschen verdattelt. Ja, also die Keyround war sicherlich in den Cutters, dieses 2-4, was von Kerrigan Fries noch gedreht wurde. Das hat ihnen dieses Comeback beschert. Danach Navi Sparrunde, dann danach die Runde wieder gekauft. Fnatic aber direkt First Frag gesetzt am Tor, Modi an Kurz Treppen und dann war diese Runde eigentlich auch schon wieder gelaufen. Danach wieder Sparrunde und ja, am Ende kommst du dann halt nicht mehr zurück. Meine 4 Runden gehen dann da schon mal so flöten und da wieder die Kurve zu kriegen, das ist sehr, sehr schwierig. Also, wir kriegen gerade die Info, after 1-hour minimum, von daher wird es wirklich circa eine Stunde Pause geben. Also, die erste Map ist im Kasten. Wir machen Pause. Ich halte euch auf dem Laufenden, werde gleich die Zeit updaten, vielleicht auch nochmal ans Mikrofon greifen. Das 2 geht an Fnatic. Wir warten auf die Train, dann aus der Dream Arena und mit dem Max und mit mir, mit dem Knochen. DreamHack Summer 2012, unsere Coverage powered by Alienware. Bis gleich.